Ihr hört es schon, wenn bei mir Herzklopfen ist, dann hat es die Form von lateinischer Musik, lateinischen Rhythmen. Ist es Samba, ist es Salsa, was auch immer, egal. Guten Morgen, wie geht es euch? Hattet ihr eine schöne Woche? Ja? Naja, bei uns in der Schweiz viel Regen, jetzt kam gestern die Sonne raus. Gut, aber es kommt wieder, man hat eigentlich wieder Lust, mal wohin wegzugehen, oder? Komm, wir strecken uns. Oder man bleibt zu Hause. Ich kenne Leute, die bleiben am liebsten zu Hause in dieser Zeit, im Juli. Die sagen sich, die Züge sind leer. Im Büro nervt mich niemand. Ich kann endlich richtig arbeiten. Und auch sonst ist es ruhiger. Wieso nicht? Also, aber ich muss da mal weggehen. Für ein paar Tage. Komm, schütteln wir die Hände aus, Arme und lösen. Herzklopfen. Bei mir Herzklopfen ist für mich ein Zeichen von Leidenschaft. Das heißt, wenn ich irgendetwas mache, wo einfach mein Herz brennt, dann spüre ich so richtig mein Herz klopfen. Und zwar nicht langsam. Und es kann eine bestimmte Person sein, es kann ein bestimmtes Projekt sein, spielt überhaupt keine Rolle, es kann irgendetwas sein. Also ich brenne dann für diese Sache. Und das machen wir jetzt mal. Wir überlegen uns eine Person, oder irgendetwas, ein Projekt, ein Konzert, eine Musik, eine Aufnahme. Atmen ein und schmachten dahin. Noch einmal, vielleicht etwas anderes. Gibt es irgendetwas, das bei euch einfach so Herzklopfen verursacht? Aber im positiven Sinne, nicht im negativen. Also bei mir, das kann ich jetzt sagen, so langsam erfahrt ihr noch viele Sachen über mich. Also ich wollte schon immer Buschauffeur werden. So einen Linienbus, einen großen Bus fahren, wenn ich schon nur daran denke. Das ist etwas, für das brenne ich. Leider wird das, glaube ich, nie der Fall sein. Naja, man kann nicht alles haben. Noch einmal einatmen. Und mal auf SCH ausatmen. Und die ganze Luft entweicht einfach. Noch einmal. Auf S. Ich denke, wenn ich mal mit allen von euch, mit euch allen Musik machen könnte, singen könnte. Ach, wäre das schön, oder? Wäre nicht schlecht. Naja, ich würde es mir wünschen. Irgendwann einmal, ich sage es euch, es kommt gut, es kommt gut. Wir atmen ein, Schultern bis zu den Ohren und lösen. Und noch einmal. Sehr schön. Einsingen ist wie Sport. Nach dem Einsingen geht es immer einen besser und nicht schlechter. Außer man verletzt sich beim Sport. Nein, lassen wir das. Auf M! Vorgestern war ich bei meinem Professor zu Hause und es gab so leckeres Essen, wenn ich schon nur heute daran denke. Zusammen. War das lecker. Danke dir, Beat und Mariam. Und wir genießen es. Diese leckere Paprika. Auf NG. Mm-hmm.
dieser Bohnensalat auf U. Was gab es noch? Ja, natürlich, den Nachtisch. Oh. Oh. Und ich durfte so viel essen, wie ich nur mochte. Ah. Will man mich glücklich machen, dann gebt mir zu essen. Süßo, 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 süßo. Wir stellen uns vor, aus unserem Mund kommt ein wunderschönes rotes Band. Ein rotes Band raus und wir nehmen die Person, die wir am meisten lieben, und wie sagt man, wir packen diese Person ein, so ein, rundherum. Probier das mal. Süßo, 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 ganz mit Band. Süßo, 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 und dann süßo. Ganz verliebt. Süßo, 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 süßo. Saso. Saso, 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 saso. Von da. Saso, 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 saso. Entspannen. Wenn es darauf ankommt, welcher Ton am fettesten ist oder am vollsten, dann schauen wir, dass es der erste Ton ist und nicht der unterste. Der unterste ist ganz entspannt. Neu, 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 neu. Yes. Neu, 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 neu. Wenn wir immer noch von uns dieses Band vorstellen, dann ist es noch viel, viel breiter. Neu, 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 neu. Einen schönen O-Mund. Neu, 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 neu. Der Kiefer bleibt entspannt. Neu, 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 neu. Und die Augen sind ganz wach. Neu, 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 neu. Wir haben unseren Liebsten gesehen, sind so froh, wir singen gleich. Langsam. One, two, one, two.
Letztes Mal! Beim ersten Mal und noch mehr strahlen beim zweiten Durchgang. Und ja, ja. Seht ihr meinen Mund? Bleibt ganz entspannt, auch in der Höhe. Es wird nicht größer, kleiner oder sonst irgendetwas oder angespannter. Bleibt so, wie es ist. Noch einmal. Ja, ja. Stimmen, die sagen, so, Dani, das reicht jetzt, das ist mir wirklich zu hoch. Dann bleibt einfach, macht, versucht das hier. Ja, ja, ja. Probiert das mal. Und ja, ja, ja. Yes, gleich noch einmal. Ja, ja, denken, dass das noch nicht zu hoch ist, die singen einfach ganz normal weiter. Ja, und so weiter. Kommt, und. Ja, ja. Und von da. Ja, ja. Yes. Ja, ja. Und ein letztes Mal. Ja, ja. Also bei mir ging das jetzt nicht mehr. Alright, gut. Und Signora, 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 Signori. Geht es noch mehr, geht es noch ganz, ganz überschwänglich. Und Signora, 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 Signori. Signorina, 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 signorina. Und strecken. Ganz weit nach oben. Und lösen.
Yes! Ah. Der Sommer ist da. Der Sommer ist da, das Herz klopft schon. Kann es nicht anders sagen. Und wir kommen zum ersten Kanon. Mit einem Text von Ann-Kathrin Aigner. Ann-Kathrin, danke dir für diesen tollen Text. Wieder einmal ist dir etwas Wunderbares gelungen. Fantastisch. Der Text. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft, mein Herz. Durch Stürme, Liebe, Schmerz. Und egal ob es stürmt und Gewitter hat oder kracht oder so, das Herz klopft. Und das Herz klopft seit dem ersten Einsingen für euch. Danke, dass ihr dabei seid. Danke auch für die tollen Spenden, die wir bekommen. Wir freuen uns über jede von euch und ihr könnt das auch weiterhin tun. Herzlichen Dank, ihr macht diese Arbeit überhaupt möglich. Ich zeige es euch, wie das geht. Ihr habt es am Anfang gehört. Und jetzt kommt mir in den Sinn, manchmal schreibe ich einen Kanon und dann kommen einfach die Akkorde raus und dann kommt mir in den Sinn, was das für ein Song sein könnte. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare oder in den Chat rein. Ich zeige euch mal, wie es geht. Es klopft, es klopft, es klopft, die Regenrinne tropft. Es klopft, es klopft und klopft mein Herz, durch Stürme, Liebe, Schmerz. Aus. Und wir nehmen uns Zeit, um das ein bisschen anzuschauen. Wisst ihr, wenn es ein Rhythmus, wenn ich rhythmische oder wie soll man sagen, ein ihr wisst es schon, diese Kanons, diese Syncopa Latina, dann braucht es diese Synkopen, dann braucht es so ein bisschen ein so spezielle Rhythmen, die wir einfach drauf haben müssen. Und es ist wichtig, egal ob ihr jetzt in einem Gospelchor singt, in einem Pop-Rock-Chor oder in einem ganz normalen klassischen Chor. Das müssen wir auch beherrschen. Schauen wir das an. Einfach nur vom Text her. Und zwar geht es so. Es klopft, es klopft, es klopft. Zusammen. Es klopft, es klopft, es klopft. Vor allem beim letzten, es klopft, das wird jetzt das ist für uns fast noch wichtiger. Also schaut mal. Es klopft, es klopft, es klopft. Ihr seht, beim ersten Mal bin ich auf dem Schlag. Es klopft. Beim zweiten Mal auch. Also ja, es klopft, es klopft. Es klopft, es klopft. Also da bin ich bei S hier. Bei diesem S bin ich immer noch auf dem Schlag. Also es ist es. Jetzt muss ich so. Es klopft, es klopft. Aber jetzt hier ist beides neben dem Schlag. Es klopft, es klopft, es klopft. Und da bekommt es rhythmisch so ein kleines Crescendo. Probiert es nochmal aus. One, two, three. Es klopft, es klopft, es klopft. Noch einmal. Drei. Es klopft, es klopft, es klopft. Voilà. Und dann genau dasselbe. Die Regenrinne tropft. Once again. Die Regenrinne tropft. Von Anfang. Drei. Es klopft, es klopft, es klopft. Zwei, drei. Die Regenrinne tropft. Beim ersten Teil, es klopft, es klopft, es klopft, möchte ich, dass ihr das wirklich so rhythmisch wie möglich singt. Beim zweiten ist es rhythmisch eigentlich genau dasselbe, aber da möchte ich, dass ihr mehr Legato singt, mehr am Ton dran bleibt. Das können wir genauso gut beim Sprechen machen. Eins, zwei, drei. Es klopft, es klopft, es klopft. Zwei, drei. Die Regenrinne tropft. Ist klar, ne? Wenn wir das jetzt gut können, dann kommen die Töne dazu. Es klopft, es klopft, es klopft.
zwei, noch einmal. Es klopft. Zwei, drei. Es klopft. Weiter. Die Regenrinne tropft. Noch einmal. Die Regenrinne tropft. Von vorne. Es klopft. Die Regenrinne tropft. Super, noch einmal. Es klopft. Die Regenrinne tropft. Once again. Es klopft. Die Regenrinne tropft. Wenn ich jetzt nur diesen Teil anschaue, und das hat bestimmt Ann-Kathrin auch ganz bewusst gemacht, dann denken wir uns ein bisschen, naja, es klopft, die Regenrinne tropft, okay, da ist eine Regenrinne, sie tropft, das war's. Aber was klopft denn genau? Und das ist genau beim zweiten Mal. Es klopft und klopft mein Herz. Rhythmisch genau dasselbe. Komm, das kriegen wir hin. One. Es klopft und klopft mein Herz. Noch einmal. Drei. Es klopft und klopft mein Herz. Zwei, drei. Es klopft und klopft mein Herz. Falls es jetzt immer noch schwierig ist mit dem Rhythmus, ich mache es mal ohne den Text. Baram, baram, bam, bam. Zwei, drei. Baram, baram, bam, bam. Jetzt diesen Rhythmus gut merken. Zweite Zeile mit Text. Drei. Es klopft und klopft mein Herz. Once again. Es klopft und klopft mein Herz. Genau, und wir fragen uns ja bei der ersten Zeile, ja gut, es klopft und klopft, die Regenrinne tropft, aber es klopft und klopft mein Herz, das ist das Allerwichtigste. Deswegen singen wir, es klopft und klopft mein Herz. Also in einer höheren Lage, um genau das zu unterstreichen. Kommt, noch einmal. Es klopft und klopft mein Herz. Mal weiter. Durch Stürme, Liebe, Schmerz. Noch einmal das. Es klopft und klopft mein Herz. Durch Stürme, Liebe, Schmerz. Von vorne. Es klopft und klopft. Noch einmal. One, two, three. Es klopft. Die Regenrinne tropft. Oh, es klopft und klopft mein Herz. Durch Stürme, Liebe, Schmerz. So sieht es aus. Und ich brauche diese Leidenschaft. Das ist für mich das Allerwichtigste. Macht so viele Fehler, wie ihr möchtet. Singt es falsch, singt es richtig, wie auch immer. Das spielt für mich keine Rolle. Wir müssen Fehler machen, um überhaupt lernen zu dürfen. Aber diese Leidenschaft, das Feuer, das brauche ich jedes Mal, in jeder Sekunde, immer. Es muss immer da sein. Ohne Leidenschaft geht es einfach nicht. Ohne Leidenschaft könnte ich nicht jede Woche einen Kanon schreiben oder ein Lied. Das geht einfach nicht. Kommt noch einmal. One, two, on. Es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, Liebe, Schmerz. Noch einmal. Es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, Liebe, Schmerz. Und jetzt, wie kann ich noch mehr diese Leidenschaft zeigen? Für das habe ich die dritte Zeile komponiert. Da könnt ihr den Text nehmen, den ihr möchtet. Dass ich habe oh weh oh, oh waraba oh weh oh. Das kam jetzt einfach bei mir einfach so raus. Aber ihr könnt auch irgendetwas anderes, bla 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 oder wow 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 oder neu neu neu, wie auch immer. Und bei mir klingt das so. Oh weh oh, oh waraba oh. A cappella. One, two, three. Oh, we, oh, oh, whatever, oh, we, oh, 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 we, oh, oh, whatever, oh, we, oh.
musikalisch zu arbeiten. Das heißt, diese Note, dieses B hier. O, e, o, o, waraba. Da kommt einfach die Lust bei mir raus. Und das muss wirklich so rauskommen. Oh, ich schwelge, ich schmachte dahin. Oh, e, oh, oh, waraba. Oh, e, oh. Probiert das aus. One, two, three. Welches ist der Unterschied beim dritten Einsatz? Das hatten wir beim ersten und beim zweiten Einsatz nicht. Genau, beim ersten und zweiten Einsatz, seht ihr, haben wir einen Auftakt. 3. Es klopft. Und hier sind wir direkt auf der 1. 3. Oh, we, oh. Das müsst ihr gut beachten dort. Okay, machen wir noch einmal die dritte Zeile. 1, 2, 3. Oh, we, oh. Das könnte eine Melodie sein, die wir zu 500 irgendwie singen. Nur das. Oh, we, oh, oh, whatever, oh, we, oh. Komm noch einmal. Oh, we, oh, whatever, oh, we, oh. Und so sieht es aus. Kommt, singen wir zusammen das Ganze. 1, 2, 3. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, Liebe, Schmerz. Und oh, eh, oh, oh, whatever, oh, eh, oh. Es klopft und klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, Liebe, Schmerz. Oh, ey. Oh, ey, oh, oh, whatever, oh, ey, oh. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz, du Bukampin, du Stürme, Liebe, Schmerz, berühr immer. Oh, eh, oh, oh, araba, oh, eh, oh. Es klopft, es klopft, es klopft, die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz, du Stürme, Liebe, Schmerz. Ann-Kathrin, ich ziehe den Hut, ich verneige mich, wieder mal einen tollen Text. Ganz, ganz toll. Kommen wir zum Lied von letzter Woche, Maimond. Maimond schwebt über dem Fluss und liegt mir glatt vor dem Fuß. Das Wasser rückt nicht von der Stelle und lugt nur hinauf in die Helle. Singen wir's. Maimond schwebt über dem Fluss und liegt mir glatt vor dem Fuß. Das Wasser rückt nicht von der Stelle und lugt nur hinauf in die Helle. Maimond schwebt
schwebt über dem Fluss und liegt mir glatt vor dem Fuß. Das Wasser rückt nicht von der Stelle und lugt nur hinauf in die Helle. Mein Mund schwebt über dem Fluss und liegt mir glatt vor dem Fuß. Das Wasser rückt nicht von der Stelle und lugt nur hinauf in die Helle. Mein Mund schwebt über dem Fluss. Dieser Maimond, dieser Junimond und Julimond ist doch schon etwas Tolles. Wir kommen zum Schluss und da singen wir den Kanon von Daniel Heinrich, Kantor Daniel Heinrich. Liebe Grüße, Daniel. Ich hoffe, wir lernen uns mal kennen. Ich muss mal eine kleine Reise durch Deutschland machen, Deutschland und Österreich, und euch mal alle persönlich kennenlernen. Das wäre doch was, oder? Wäre mal eine Idee. Die Triller von Singen und Meister Piep, die haben sich ganz besonders lieb. Und ich glaube, vor allem die haben ganz stark Herzklopfen. Ein wunderbares Vogelpaar, das singt für uns das ganze Jahr. Die Triller von Singen und Meister Piep, die haben sich ganz besonders lieb. Ein wunderbares Vogelpaar, das singt für uns das ganze Jahr. Singen wir zusammen, kommt! Die Triller von Singen und Meister Piep, die haben sich ganz besonders lieb. Ein wunderbares Vogelpaar, das singt für uns das ganze Jahr. Die Triller von Singen und Meister Piep, die haben sich ganz besonders lieb. Ein wunderbares Vogelpaar, das singt für uns das ganze Jahr. Die Triller von Singen und Meister Piep, die haben sich ganz besonders lieb. Ein wunderbares Vogelpaar, das singt für uns das ganze Jahr. Und das ist so. Nicht nur Triller von Singen und Meister Piep singen für euch das ganze Jahr, sondern wir alle singen das ganze Jahr für euch. Tja, meine Lieben, das war das Einsingen um 9. Und das war dieses Schuljahr. Was war es für ein strenges Schuljahr? Und jetzt brauche ich einfach Urlaub. Es reicht mir. Auch ich muss mal weg. Auch ich muss mal in den schönen Süden, an den Strand, ins kühle Meerwasser. Oder sonst irgendwie lecker essen. Und ich bin weg. Ab nächste Woche kann ich das Einsingen nicht mehr machen, aber ich habe eine ganz, ganz tolle Vertretung gefunden. Ein gewisser Nino wird da sein für euch. Nino, ab kommenden Sonntag wird er die nächsten 3 Male machen, bis ich dann wieder zurückkomme von meinem Urlaub. Ich kann euch sagen, dieser Nino ist etwas ganz, ganz Besonderes. Er ist mir wirklich sehr, sehr ähnlich. Also ihr müsst euch deswegen keine Sorgen machen. Das Einsingen wird nicht viel anders sein. Ich freue mich auf Nino. Schön, dass du da bist, Nino. Schön, dass du die Vertretung für mich machst. Ich freue mich schon, das Einsingen mit dir nächsten Sonntag machen zu können, aber aus dem vom Strand aus. Ich wünsche euch ganz, ganz tollen Urlaub, ganz, ganz tolle Ferientage. Wir sehen uns erst, also mit mir, Dani, sehen wir uns erst am 1. August wieder. Genießt die Tage, hoffentlich viel, viel Sonnenschein und viel, viel Wärme und ganz, ganz tolle Lieder. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit. Bis bald. Benjamin schreibt übrigens noch das Thema der nächsten Woche. Das fällt mir jetzt nicht ein. Wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.